weiter im kommenden Jahr. Wer weiß das schon? Denn Fotobox ist erst 3 und könnte erst nächstes Jahr in Bayern starten. Wie dem auch sei, noch lange hin, bis es dazu kommt. Besitzer Willi Luder, Trainer Wolfgang Nimczyk, Fotobox, die Sieger unseres letzten Rennens. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Michael, du warst gerade im Heat schon sehr, sehr optimistisch. Ich hatte dich gefragt, ob das erste Mal mit Ellenbogen gut geht. Und da warst du schon sehr zufrieden. Ja, so ist es. Letztes Mal kam man nicht mit dem Ellenbogen und dann Fehler in der letzten 200 Meter im Pass rein, aber da war er auch überhaupt nicht geschlagen. Und wenn wir mit umgeschlagen und die Ellenbogen so drauf waren, dann hat er den Heat schon noch ganz toll gefahren. Das hat er mir noch bestätigt. Ich fand, der letzte gerade war sehr, sehr schnell und er war sicher heute. Ja, wollte ich nämlich fragen, weil zum Schluss war es sehr schnell und er war mega stabil in der Aktion, du musstest ihn nicht zusammenstellen, er lag eigentlich sehr gut. So ist es, er lag wirklich heute wie im Brett und er ist auch nicht so schlecht, er ist zwar klein, aber er hat unheimlich Geschwindigkeit, einen tollen Rennkopf. Und das hat er heute dann schön gezeigt. Ja, der steht relativ ruhig. Eine kurze Aussicht, die wichtigste, die Erntezeit steht an. So hast du es mal im Interview gesagt. Steht deine Mannschaft fürs Serie schon? Ja, meinst du jetzt pferdetechnisch? Ja, auf jeden Fall. Sind wir klar, wir haben 4 Pferde bei den Hengsten, 4 Pferde bei den Stuten. Und denke ich schon, wir fahren schon mal 3 Pferde nach Berlin. Es ist ein ganz, ganz toller Jahrgang bei Stuten wie bei den Hengsten. Aber ich denke trotzdem, wir haben gute Pferde mit am Start. Wenn wir ein bisschen Rennglück haben, dann glaube ich auch, haben wir den einen oder anderen, die Wette fürs Finale qualifizieren. Eine Frage noch zu Yahoo Diamant. Kriegt man die Rechtsfußprobleme noch in den Griff oder ist es wahrscheinlich zu schwer? Ja, wir haben es jetzt nochmal mehrfach nach dem letzten Start gesagt, wir wollen es nicht probieren. Jetzt haben wir es doch entschieden, reinzugehen. Wir werden mit ihm einmal dreimal machen und haben auch unsere Sachen umgestellt. Ich hoffe, dass das nicht so ist. Es ist sehr, sehr schade, aber von der Klasse her ist er einer mit der Besten, aber er hat leider die angesprochenen Probleme von der Rechtsrum in dem Müll. Das ist so, er fühlt sich links vom Roller. Wir werden probieren und schauen. Michael, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute fürs Derby. Wochenende in Berlin. Nächste Woche geht's los. Ein Wochenende könnt ihr noch ein bisschen verschlaufen. Vielen herzlichen Applaus bitte für Michael Nimczyk und für Fotobox. Besitzer ist Lilo. Ja, wir schließen uns den Glückwünschen an und wünschen natürlich alles Gute für das Abenteuer Berlin, das ja bald beginnen wird. Michael Nimczyk, Fotobox.